Helena, Demut war auf einer Augenhöhe mit Karl Marx. Sie hat ihn nicht so bewundert wie die anderen Leute. Er hat ja mal gesagt, unter anderen Verhältnissen geboren, wäre sie eine Frau von großer politischer Kraft, von großer intellektueller Bedeutung geworden. Ich kenne kein anderes Dienstmädchen, das so bekannt geworden ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie zwei weltberühmten Männern gedient hat und dass sie von dem einen eben auch noch ein uneheliches Kind gehabt hat. Helena Demuth, genannt Lenchen. Sie hat Karl Marx und seine Familie ihr ganzes Leben lang begleitet, durch halb Europa. Wer war diese Frau? Wir suchen nach ihren Spuren. Michael Demuth und seine Mutter Elfriede sind Nachfahren von Helena Demuth. Zum ersten Mal besuchen sie ihre Skulptur in St. Wendel. Da, Lente, da kannst du besser sehen. Ja, dann herzlich willkommen im Pfarrerschiff. Nimm bitte Platz und dann gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Der Heimatforscher Roland Geiger hat zahlreiche Dokumente über Helena Demuth gefunden. Das Eheregister brauchen wir nicht. So, und dann haben wir hier also die Taufen von 1807 an 1820. Da sind wir schon gleich richtig. Und dann haben wir hier den Eintrag 141, Helena Demuth, geboren am 30. und am nächsten Tag getauft. Die legitime Tochter von Michael Demuth, er ist Bäcker, und Katharina Kreuz, der Mädchenname, aus St. Wendel. Können Sie mir bestätigen, dass Helene lesen und schreiben konnte? Es wird immer behauptet, sie konnte nicht lesen und schreiben. Ja, tatsächlich, bis vor ein paar Wochen waren wir uns da auch nicht so ganz sicher darüber. Aber erst seit ein paar Wochen haben wir Schriftliches von ihr. Ein Streitfall hier von 1843 hier in St. Wendel, wo irgendjemand die Fensterscheiben von ihrem Haus einschlägt, mitten in der Nacht. Und sie hat das gesehen und die Polizei kommt vorbei und sie macht eine Aussage. Sehr detailliert, sehr interessant und unterschreibt dann mit einer schönen, schwungvollen Handschrift. Und das ist dann das Haus, in der Lenchen Demuth auf die Welt gekommen ist, 1820. Das war früher zwei Häuser gewesen, die irgendwann zusammengefügt worden sind. Der linke Teil dort davon. Wobei der Bau ist also aus der 70er. Und dann ganz abgerissen worden und haben diesem schönen neuen Haus hier Platz gemacht. Roland Geiger empfiehlt den Demuths auch, einen Blick ins Stadtarchiv St. Wendel zu werfen. Dort können sie Näheres über Helenas Lebensumstände erfahren. So, also in diesen Akten hat Helene Demuth bei uns ihre Spuren hinterlassen. Es gab auch eine Schulpflicht im Herzogtum Coburg. Und wir sehen hier Demuth, Witwe von Michel. Also da war der Vater schon tot. Ja. Das ist sie von 1830. Und sie hat hier zwei Kinder in der Schule. Das war wohl Helene und ihr älterer Bruder Peter. Hier sehen wir, dass die Mutter Armenunterstützung bekommen hat. Da steht drin, dass die Mutter von Helene das Schulgeld nicht bezahlen konnte. Sie war unzahlfähig, steht dabei, weil die Familie so arm war, dass sie es nicht aufbringen konnten. Später sehen wir dann, dass Helene zumindest teilweise die Schule nicht regelmäßig besucht hat. Es gibt Versäumnislisten von 1834, die noch erhalten sind. Dann haben wir hier Helene Demuth. Es ist auch noch mal hier so eine ganze Seite, also da war sie kaum in der Schule. Ja, da war sie bestimmt
schon arbeiten, dass sie da, ja, da bei der ersten Familie war, bei denen sie gearbeitet hat. Da hat sie sicherlich schon arbeiten müssen und konnte deshalb einfach nicht mehr die Schule besuchen, ja. Das denke ich mir auch. Lenchen ist noch ein halbes Kind, als sie sich auf den Weg nach Trier macht. Dort sucht sie Arbeit als Hausmagd. Schließlich landet sie bei der Familie von Westphalen. Die Tochter des Hauses, Jenny von Westphalen, gilt als die Ballkönigin von Trier. Auf Helenas Spuren trifft Elfriede Demuth die Historikerinnen Eva Weisweiler und Marlene Ambrosi. Beide haben das Leben der Familie Marx intensiv erforscht. Das freut mich, Sie kennenzulernen. Gehen wir rein. In dem ehemaligen Westfalenhaus residiert heute die Volksbank. Wir wissen nicht genau, wann sie von St. Wendel nach Trier gekommen ist. Ich vermute, dass sie ungefähr 13,5 Jahre alt gewesen ist. Lenchen Demuth war ja schon als sehr junges Mädchen, wenn nicht sogar als Kind, zu den Eltern von Westfalen gekommen. Ja, die Altfrau Westfalen, die hat's immer gut mit mir gemeint. Die hat mich als mehr gelobt, wie vor war. In Trier wohnt auch der Sohn eines vom Judentum konvertierten Rechtsanwalts, Karl Marx. Karl geht im Hause Westfalen ein und aus. Karl Marx und Jenny von Westphalen waren mehr oder weniger seit ihrer Kindheit befreundet, weil sie beide Trierer Bürgerskinder waren. Die Eltern waren miteinander befreundet, beide Väter waren Juristen, die Geschwister waren miteinander befreundet. Und trotz des Altersunterschieds von immerhin 4 Jahren hat Karl Marx sich dann doch sehr in die heranwachsende Jenny verliebt. Und gegen alle Widerstände, weil diese Beziehung doch so wenig den bürgerlichen Normen entsprach, er studierte noch, sie hätte eine viel bessere Partie machen können. Gegen alle diese Widerstände sind sie dann doch zusammengeblieben und haben geheiratet. Das Rheinland war zu dieser Zeit preußisch besetzt. Die Preußen wollten den Einfluss der Französischen Revolution zurückdrängen. Und Karl Marx bekam das als Chefredakteur der liberalen Rheinischen Zeitung zu spüren. Sie wurde 1843 verboten. Das junge Paar zieht nach Paris. Doch von dort wird Karl wegen seiner monarchiekritischen Artikel ausgewiesen. Die junge Familie, inzwischen kam das erste Kind, landet in Brüssel. Und Karls Schwiegermutter sendet Helena Demuth 1845 nach. Sie ist damals von Trier nach Brüssel gegangen, um in den Dienst des Ehepaares Marx zu treten. Sie wurde sozusagen übernommen als Erbstück. Von der Mutter geschickt. Als Morgengabe für diese junge Ehe, weil Jenny von Westphalen oder Jenny Marx nach damaligem Standard eine vollständig unerfahrene Hausfrau war. Das war nicht, weil sie keine Lust gehabt hätte, sondern das gehörte einfach nicht zum weiblichen Erziehungsrepertoire, dass eine junge Dame der höheren Stände kochen, putzen, waschen, wirtschaften lernte. Und dazu brauchte sie so eine erfahrene Perle, wie Lenchen Demuth es war. Und dann bin ich nach Brüssel gekommen, mit der Postkutsch. Oh je, war das in dem Ding so pussy, so staubig. Gleich viel Arbeit gern. Das Jenny war ja praktische Freundin von mir. Ganz liebes. Aber das Schaffen hat sie nicht erfunden. Kochen konnte sie auch nicht. Ja, gut, mal Eibraten. Aber das war's dann auch schon. Ich schon gekocht und genäht und nettoyiert, also geputzt. Und dann sind auch bald die Kinder auf die Welt gekommen. Zuerst ist Kleine Jenny, dann ist Laura und noch her. Nach dem Musch. In Paris lernt Marx Friedrich Engels kennen. Der Sohn eines reichen Wuppertaler Fabrikanten unterstützt ihn von da an ideell und finanziell. Es entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Engels Vater ist Anteilseigner einer Textilfabrik in Manchester. Engels Junior zeigt Marx dort die unglaublichen sozialen Missstände. Sie hinterlassen einen tiefen Eindruck.
Auf dem Rückweg schließen sie sich in London einer kleinen Gruppe an, die sich Bund der Gerechten nennt. Der Marx-Forscher Mick Brooks führt heutzutage durch die Londoner Lebenswelt des Ökonomen und Philosophen und gibt gleichzeitig eine Einführung in sein Denken. Zu dieser Zeit war die Berliner Universität beherrscht von den Ideen des Philosophen Hegel. Und Hegel war ein recht obskurer Philosoph und schon tot, als Marx studierte. Marx sah sich als Linkshegelianer und übernahm die Idee der Dialektik. Alles befindet sich in stetigem Wandel. Und die Dialektik kann als Vorwegnahme der Idee der Evolution angesehen werden. Nichts bleibt für immer. Zurück in Brüssel wandelt sich Marx unter Engels Einfluss vom Hegel-Schüler zum Sozialisten. Gemeinsam entwickeln sie die Lehre vom dialektischen Materialismus. Ihre Kernthese lautet, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Zur gleichen Zeit entwickelt Lenchens Haushaltsführung bisweilen diktatorische Züge. Jenny und Karl Marx waren ja auch recht eigenwillige Persönlichkeiten. Da war vielleicht schon mal ein lautes Wort vonnöten, um die beiden dazu bringen, dass sie sich in eine einigermaßen geregelte Haushaltsführung anpassten. Ich glaube nicht, dass Lenchen Demuth von Natur aus diktatorisch war, aber ich glaube, dass sie dieses Verhalten aus überlebenstechnischen Gründen brauchte. Sonst wäre sie untergegangen in dieser chaotischen Familie. Ja, der Karl, das war schon ein richtiger Mann. Stattlich. Der stattliche Marx und der nicht weniger stattliche Engels fahren Ende 1847 erneut nach London. Sie setzen durch, dass sich der Bund der Gerechten in Bund der Kommunisten umbenennt. In diesem Haus erhalten die beiden den Auftrag, ein Manifest zu schreiben. Das Manifest der Kommunistischen Partei. Einer Partei, die es damals noch gar nicht gab. Sie sagen die Globalisierung voraus und eine vom Kapitalismus beherrschte Welt, die einzig dem Profit dient, über alle Grenzen maßlos ist und dadurch die eigenen Totengräber hervorbringt, das Proletariat. Marxens Hoffnungsträger. Es wird das wirkungsmächtigste Druckwerk der Geschichte, in der Auflage nur noch von Bibel und Koran übertroffen. 1848 werden Marx und seine Familie auch aus Belgien ausgewiesen. Doch inzwischen ist Revolution in Europa. Über Paris eilt Marx nach Köln. Er steckt sein und Jennys ganzes ererbtes Vermögen in die neue Rheinische Zeitung. Oh, das war eine ganz schöne Schlepperei. Damals mit dem ganzen Kram hin und her. Erst von Brüssel nach Paris. Dann von Paris nach Trier, wo ich und Jenny und die Kinder erst einmal wohnen geblieben sind. So, und dann wieder nach Köln. Ja. Es war ein ganz schönes Hin und Her damals. Aber ich glaube, das hat auch müssen so sein. Revolution, haben sie dazu gesagt. Und die kleinen Leute, haben sie gesagt, würde auch ein Stück vom Kuchen abkriegen. Ja, da haben wir natürlich auf den Putz gehauen. Und der Marx und der Engels immer vorne weg und mir hinterher. Schade, dass das alles so in die Hose gegangen ist. Die demokratische Revolution von 1848 scheitert. Die letzte Ausgabe der neuen Rheinischen Zeitung ist komplett rot gedruckt. Im Mai 1849 wurde Marx aus Preußen ausgewiesen, seine Zeitung verboten. Fortan war er für immer staatenlos. Die Familie Marx und mit ihnen Helena Demuth müssen wie viele andere fliehen. Finanziell sind sie ruiniert. Sie kamen 1849 in London an als politische Flüchtlinge
und kamen in ein Viertel, genauer gesagt nach Soho, wo sehr viele andere Emigranten und Flüchtlinge lebten. Das darf man sich nicht romantisch vorstellen. Es war katastrophal, fürchterliche hygienische Verhältnisse, oft in einer ganzen Straße nur ein Brunnen mit Trinkwasser, auf so und so viele Häuser nur ein Abort. Und sehr viele Trunksüchtige, sehr viele Arbeitslose, sehr viele Prostituierte. Und dort auf der Dean Street in einer 2,5-Zimmer-Wohnung lebte die Familie Marx mit sämtlichen Kindern und dem Dienstmädchen Lenchen Demuth. Heute ist das Viertel luxussaniert mit kaum bezahlbarem Wohnraum und schicken Restaurants. Ein Touristenmagnet. Sie waren zu der Zeit so arm, dass sich Marx, als seine kleine Tochter Franziska starb, 2 Pfund leihen musste, um einen Sarg bezahlen zu können. Alle lebten in dieser winzigen Wohnung und auch das Baby wurde hier aufgebahrt. Das lässt Sie vielleicht die verzweifelte Situation erahnen. Viele wandern in die USA aus, landen in New York, wie Lenchens älterer Bruder Peter oder Jennys Bruder Edgar von Westfalen. Michael Demuth, der Ur-Ur-Großneffe von Lenchen, arbeitet als Buchhändler in Saarbrücken. Von der Lenchen Demuth habe ich zum ersten Mal gehört auf Familienfeiern, Geburtstagen zum Beispiel, wenn die ganze Familie zusammengesessen hat und dann erzählt hat. Dann ist auch Lenchen Demuth immer mal ein Thema gewesen und darüber gesprochen worden. Meine Mutter hat dann davon erzählt. Für mich war sie halt dann ja, Teil der Familiengeschichte. Meine Mutter wusste von meinem Urgroßvater über die Lenchen Demuth. Sie muss mit mir, als ich gerade auf der Welt war, dorthin gegangen sein und dann einiges erzählt bekommen haben. Verwandte von uns, von meiner Familie, dass die in die USA ausgewandert sind, ist auch eine Geschichte, die ich gehört habe, die mich fasziniert hat. Vor allem würde mich interessieren, wie mein Hobby drüben in den Staaten ausgeübt wird. Ich bin Square Dancer und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und meine Mutter tanzt auch gerne. Jo, bin schon ganz schön rumgekommen mit der Familie Marx. Und die Kinder waren so süß. Aber da, die Dean Street in Soho, that was in London, das war ein Dreckloch. Überall Dreck und Kack auf der Straße. Und innen alles voll Staub. Der Putz ist von der Decke runtergekommen und Platz hat er noch auch keine. 2 rooms for 7 people. 2 Zimmer for 7 Leute. Ich habe in der Küche geschlafen, mit dem ganzen Viechzeug, was da rumgekrabbelt ist. Ja, der Karl hat das müsse seine Ruhe haben, für zu schreiben. Und Jenny war meistens schlecht gelaunt, weil sie ja auch als feine Frau etwas Besseres gewähnt war. Ja, dann habe ich halt die Kinder versorgt und die Kleider geflickt und gebügelt und mit dem, was da war, gekocht. Manchmal war halt nur Brot und Krummbeere. Beim Jenny musste ich Kartoffeln sahren, Potatoes und ein bisschen Milch dazu geben. Abends ist es dann ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe als mit dem Karl Schach gespielt. Meistens habe ich ja gewonnen. Aber manchmal habe ich auch Gewinne gelost, sonst war immer nicht so gut gelaunt, wenn er nicht gewonnen hat. Jenny Marx wusste sich 1850, da war sie zum 5. Mal schwanger, keine andere Möglichkeit, als zu Leon Phillips nach
in den Niederlanden zu fahren. Leon Philips war ein angeheirateter Onkel von Karl Marx, auch jüdischer Herkunft, übrigens der Gründer des späteren weltweiten Philips-Konzerns. Er war sehr reich und Jenny Marx hoffte, ihn erweichen zu können, dass er mal wieder eine Anleihe gibt als Zuschuss oder als Vorschuss auf ein künftiges Familienerbe. Lenchen und Karl waren auf der Dean Street allein mit den Kindern und Jenny hat immer ganz rührende Briefe nach London geschrieben, dass sie ja diese Entfernung gar nicht ertragen könnte, wenn sie die Kinder nicht, die kleinen Köpfchen, nicht bei Lenchen in so guter Obhut wisse. Mich hat es sowieso schon immer gewundert, dass unter den extrem beengten räumlichen Verhältnissen, wo ja körperlicher Kontakt nahezu unvermeidlich war, es nicht schon viel eher zu einer sexuellen Begegnung zwischen Marx und Lenchen gekommen ist. Aber da ist es dann offensichtlich passiert. Im Juni 1851 bringt Helena ihren Sohn Henry Frederik zur Welt, ein uneheliches Kind. In der Rubrik Vater wird nichts angegeben. Normalerweise wurde einem Dienstmädchen gekündigt, wenn sie ein uneheliches Kind bekommen hat und sie musste sich irgendwo anders verdingen oder wieder zur Familie zurückgehen. Sie durfte also bleiben. Dazu sage ich gar nichts. Und schon gar nicht, wer der Vater ist. Das ist meine Sache. Und geht niemand etwas an. Und jetzt macht das komisch Ding doch aus. Und Marx schreibt an Engels: Um der Sache eine tragikomische Spitze zu geben, kommt noch ein Mysterium hinzu, das ich dir jetzt in Trépeu de Mots enthüllen werde. Doch eben werde ich gestört und muss zu Jenny. Die versprochene spätere briefliche Enthüllung des Sachverhalts in wenigen Worten ist nicht erhalten. Ach, Jenny war mir nicht böse. Aber das Kind kann nicht hierbleiben. Das habe ich schon gewusst. Für noch ein Kind hat mein Haus keinen Platz gehabt. Jenny hat sich ja sogar um die Pflegemutter gekümmert. Was dann genau passiert ist, darüber können wir alle nur spekulieren. Vielleicht hat Marx ihr von vornherein gesagt, das ist eine Katastrophe, dieses Kind ist von Friedrich Engels, unserem besten Freund. Möglicherweise hat er ihr auch sofort die Wahrheit gestanden, dass er selbst der Vater ist. Das wissen wir nicht, das ist eben das Problem jeder Biografin, sie war nicht dabei. Aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Jenny sich nicht über diese Schwangerschaft gefreut hat. Unter anderem auch übrigens deshalb nicht, weil Lenchen nicht mehr mit ihrer 150-prozentigen Arbeitskraft zur Verfügung stand. Karl Marx schreibt wenige Wochen nach der Geburt von Frederik, dass zu Hause also der Belagerungszustand herrsche und Tränenbäche Tag und Nacht fließen würden. Das waren wahrscheinlich die Tränenbäche von Jenny Marx, obwohl sie ja wusste oder obwohl man ihr gesagt hat, dass Friedrich Engels der Vater ist, wird sie es geahnt haben. Die haben mir mein Kind weggeholt. Ich hatte auch sonst nichts. Ich stürb's nicht bei Halle. Das war schon ein bisschen unfair. Gemein von denen. Es gibt aber einmal eine Stelle, dass Frau Marx sehr beleidigt, empört gewesen sei, weil Helena von sich aus wohl die Familie verlassen wollte. Aber sie hat es dann nicht gemacht. Sie ist dann wahrscheinlich überredet worden zu bleiben, weil sie natürlich für die Familie Marx unentbehrlich gewesen ist. Jenny verweigert sich Karl offenbar. 3 Jahre kommt kein Kind zur Welt. Dann aber gleich mehrere. 2 sterben schon nach wenigen Monaten.
Der Liebling Musch, einziger Sohn der beiden, wird mit 8 Jahren Opfer der Tuberkulose. Das war ganz schlimm. Der war gleichzeitig so lieb Kind und so frech Bübsche. Und hat immer so gern gesungen. Aber dann hat's die Schwindsucht gekriegt. Und mir konnte nicht mehr helfen. Und dann war's tot. Und der Karl ist über Nacht ganz, ganz grau geworden. Anfang der 1970er Jahre benennt sich im Nauwieser Viertel in Saarbrücken ein linker Buchladen nach Lenchen Demut. Hasso Müller-Kittnau wird Geschäftsführer. Einmal kam auch ein Postbote und wollte für Lenchen Demut ein Einschreiben angeben. Sag ich, nein, kann ich nicht annehmen, die gibt's nicht. Da sind Sie Ihr Mann. Sag ich, nein, Karl Marx bin ich auch nicht. Damals ein Treffpunkt vieler prominenter Autoren. Der Name der Buchhandlung hat sich eingeprägt. Wir hatten mehrfach Gäste aus Georgien. Die haben natürlich gefragt, wer Lenchen Demut ist. Und die Geschichte mit dem Kind von Marx fanden die dann besonders auf der einen Seite witzig, aber auf der anderen Seite auch mutig, weil so locker unverkrampft, wie wir damit umgegangen sind, war das in Georgien zu der Zeit nicht so ganz. Und von daher, aber okay, wir haben alle herzhaft gelacht und war schön. 1856 geht es Familie Marx finanziell besser. Nach einer weiteren Erbschaft kann sie in ein gehobenes Viertel Londons umziehen. Das war so ein richtiges englisch Small House, so Kleinhäuschen. Und da hat auch endlich mal Geld dafür gelangt. Und Karl hat sehr Rugrit für sein ökonomisches Buch zu schreiben. Ich kann ihm ja auch ab und zu mal einen Rat geben. Er hat mich auch immer gefreut. Du, wann gibt's denn endlich Essen? Sobald wie's fertig ist. Das Problem ist, mein Kochdopp macht manchmal, was er will. Aber manchmal, da vollbringt er Wunder. Und dann zaubert er aus Potato Skins, aus Krummbeerschale, eine feine Suppe. Und manchmal, da gibt er so Sounds, so Töne von sich, als wollte er mal sagen, dass er eigentlich viel zu schade ist für so Arbeit. Du weißt ja, er ist ein Erbstück von der Jenny. Also adelig sozusagen. Brummbär. Die Ware ist ein sehr vertracktes Ding, voll metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken. Soweit sie gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr. Aber nimmt man zum Beispiel einen Kochtopf oder einen Tisch und macht ihn zur Ware, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Es steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern es stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen beginne. Ja, so ist es. Das eine so rum, das andere anders. Ein Kochtopf ist ein Kochtopf. Aber wenn ich mal in der Kave will, dann steht er im Schaufenster und glänzt und ist ganz goldig. Und macht so, als wäre er ganz von selbst so schön worden. Karl Marx schreibt seit Jahren an seinem Hauptwerk, Das Kapital. Teils zu Hause, teils im Lesesaal des British Museum. Dort müht er sich, die Bewegungsgesetze des Kapitalismus bis ins Letzte zu ergründen. Doch er wird und wird nicht fertig. Das Buch macht ihn im wahrsten Sinne des Wortes krank. Einer der Gründe, warum er nicht fertig wurde, ist sein Perfektionismus, eine Obsession. Nichts war ihm gut genug. Er musste immer wieder hierher zurückkommen, um sein Werk noch ein wenig perfekter zu machen. Mit dem Ergebnis, dass er nicht vorankam und kein Ende fand. Er hinterließ einen gigantischen Torso. Zum anderen hatte er ein hartes Leben und wurde krank, weil er sich überarbeitete. Und wieder reicht das Geld nicht, trotz der Unterstützung von Friedrich Engels. Helena muss ständig Milchmännern, Marktfrauen und Vermietern die Tür weisen. Musik
Jenny Marx erkrankt 1860 an Pocken. Die Kinder werden ausquartiert. Helena und Karl pflegen Jenny so gut wie möglich. Sie überlebt. Kurz danach erkrankt Lenchen an Diphtherie. Schreit, singt, fantasiert. Alle befürchten das Schlimmste. Doch nach 3 Monaten kommt sie wieder zu Kräften. 1863 reist sie nach St. Wendel und besucht ihre schwerkranke Schwester Caroline. Die hat Marmelade in Duttweiler gekocht und hat auch eingemacht und Obst getrocknet. Und das hat sie mit nach London geholt. Vorher hat sie sich mit dem Schwager gestritten, der ihr nichts mitgeben wollte für ihre Kommunisten. Was soll ich da sagen? Dicker sein Männler! Auf dem Misthaufen. Groß geworden. Und nie in seinem Leben es anders zu sehen kriegt. Und er will mir jetzt sagen, was ich zu machen habe. Und was nicht. Dem habe ich mal grad gesagt, wo es lang geht. 1867 erscheint endlich das Kapital, Band 1, das Marx über Jahre so gequält hat. Doch das Buch verkauft sich schlecht. Ein schwerer Rückschlag. Publizistisch und finanziell. Lenchen Demuth als Buchhandlung war eine kulturelle Institution. Wir haben weit über 1000 Veranstaltungen durchgeführt mit allen möglichen Autorinnen und Autoren, Konzerte, Kabarett, Liederabende. Und von daher war Lenchen Demuth im Saarland eigentlich sehr positiv besetzt. Also wenn es eine rein linke Buchhandlung gewesen wäre, ohne dieses kulturelle Engagement, hätten wir nie den Ruf gehabt, den wir hatten. Marx und Engels sind 1865 Gründungsmitglieder der Ersten Internationale. ...1870 provoziert Bismarck den Deutsch-Französischen Krieg. In der Schlacht am Spicherer Berg bei Saarbrücken sterben tausende Soldaten. Nach mündlicher Überlieferung ist Helena zufällig wieder in ihrer Heimat zu Besuch. Sie hilft, die Verwundeten zu versorgen. Sie wohnte aber in Duttweiler im Gasthaus zu Freudenberger. Und diese Frau Freudenberger, die hat ihr erzählt, sie geht zu Schulze-Kathrin auf den Spischerer Berg und hilft da Soldaten pflegen. Und dann hat sie sich sofort angeschlossen und hat gesagt, ich habe ja Zeit, ich gehe da mit. Darauf bin ich heute noch stolz, dass sie das gemacht hat, weil ich halt auch Demuth heiße. Frankreich kapituliert, die Deutschen triumphieren, gründen in Versailles das Deutsche Kaiserreich. Im März 1871 kommt es in Paris zum Aufstand der Commune gegen die französische Regierung. Das war die erste Regierung der Arbeiter. Wir reden nicht von einem Utopia, sondern von verzweifelten Menschen, die unmöglich gewinnen konnten. Im Mai fiel die Kommune schließlich und es gab nach ihrer Kapitulation ein Massaker, bei dem 20.000 bis 25.000 Menschen getötet wurden. Marx betrachtet die Kommune als ersten Versuch einer sozialistischen Gesellschaft. Nach der Niederschlagung des Aufstands treffen zahlreiche Emigranten bei ihm in London ein. Die 50-jährige Helena trägt die Hauptlast der Betreuung. Man hatte in gehobenen bürgerlichen Haushalten dafür mehrere Personen, nämlich eine Köchin, ein Stubenmädchen, ein Dienstmädchen und meistens auch noch ein Kindermädchen. Aber mindestens hatte man 3. Und die Wäsche wurde außer Haus gewaschen. Lenchen musste das alles machen. Also ich nehme an, dass sie einen 14- bis 16-Stunden-Tag hatte. Es ist zu vermuten,
dass sie im Hintergrund über alles informiert war. Sie war ja auch immer beim Essen, was ungewöhnlich war für ein Dienstmädchen. Das schreibt auch eine junge Freundin von Elinor Marx, dass also die Helena immer am Tische dabei gesessen sei und dass sie da auch sehr deutlich ihre Meinung kundgetan hätte. Und sie habe, das betont diese junge Dame, extra auch dem würdigen Herrn Doktor widersprochen. Und das war unser Picknick-Kopfgewinn. Im Sommer sind wir dann sonntags, wenn schön Wetter war, River No Hempstead Heath und haben uns da ins Gras gehuckt. Die Möhne und der Moor, so haben wir zum Jenny und zum Karl gesagt. Das Jennysche, die Elschtochter. Das Laura, die Mittelst. Und das Elinor, die Jüngst. Zu der haben sie alberisch gesagt. Sie wollte aber Tussi geruf gehen. Zu mir haben sie Nimm oder Nimsche gesagt. Aber gekriegt haben sie von dem Esse erst, wenn wir offen waren. Oh, wenn da vorher einer an den Korb gegangen wäre, der hätte aber anständig etwas auf die Finger gekriegt. Die Picknicks auf Hempstead Heath gelten als legendär. Die ganze Führung der inzwischen gegründeten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands muss sich bei Besuchen in London dem Ritual unterwerfen. Und Helena muss immer den Korb schleppen. Urlaub macht Familie Marx im mondänen Strandbad Ramsgate. Lenchen sorgt auch da für das leibliche Wohl. Doch bald hält der Tod wieder Einzug bei Familie Marx. Jenny Marx starb 1881, man sagt an Leberkrebs, der aber erst diagnostiziert worden ist, als er schon völlig unheilbar war. Das wäre er wahrscheinlich in der damaligen Zeit, ist ja ein sehr aggressiver Krebs, sowieso gewesen. Sie wurde gepflegt von Laura, teilweise ihrer mittleren Tochter, von Lenchen Demuth, von einigen Freundinnen, die ins Haus kamen und sich um sie kümmerten. Und Karl Marx hat sich auch wenig darum gekümmert. Er hatte eine hartnäckige Bronchitis und fühlte sich selber so krank, dass er seiner sterbenden Frau praktisch keinen Beistand leisten konnte. Nach ihrem Tod geriet er in die schiere Verzweiflung. Er hat, obwohl er ja sonst nicht zum Pathos veranlagt war, grandiose Liebesbekenntnisse und Liebesbriefe über seine tote Frau an alle Welt geschrieben und dass er mit ihr das Kostbarste in seinem Leben verloren hätte. Und im Grunde kann man sagen, wollte er danach auch nicht mehr leben. Und das hat auch Engels gesagt, der Mohr ist auch gestorben. Lenchen reist von einem Totenbett zum nächsten. 1883 stirbt die älteste Marx-Tochter Jenny in Paris, ebenfalls an Krebs. Helena ist dabei. Und noch im selben Jahr stirbt Karl Marx mit knapp 65 in seinem Lehnsessel. Wieder ist sie zur Stelle. Nur 11 Menschen, darunter Helena, versammeln sich zu seiner Beerdigung. Friedrich Engels hält die Totenrede. Die monumentale Grabstätte wird erst in den 1950er Jahren errichtet. Doch Helenas Arbeitssituation bessert sich. Lenchen wurde nach dem Tod von Marx nahtlos ins Hause Engels übernommen und hat praktisch dieselben Aufgaben im Hause Engels weitergeführt, die sie im Hause Marx übernommen hatte, nur unter ungleich komfortableren Umständen. Das hat sie sehr gerne gemacht. Es waren ihre schönsten Jahre, vermutlich ihre schönsten Jahre. Es waren keine beengten Wohnverhältnisse, es war eine anständige herrschaftliche Villa und es war noch anderes Personal da. Sie musste nicht mehr alles selber machen. Und sie wurde aber dort auch, sie nahm die Position auch einer sehr resoluten Hausherrin dort ein. Und Helena ist eine wertvolle Hilfe beim Ordnen des Marx'schen Nachlasses. Oh, der Mohr hat hier stapelweise Papier hinterlassen und keiner konnte es lesen. Außer der Engels und außer mir. Oh, da hat er als gefluchte General. Weil das war ein Tohuwabo, ein Durcheinander. Manchmal haben wir auch lachen müssen. Weil er ja geschrieben hat,
Das Papier wäre der nagenden Kritik der Mäuse ausgesetzt gewesen. Manchmal wäre ich gern Mäuschen. Mal gucken, wie es in 200 Jahren ist. Ob die Arbeiter da immer noch ausgebeutet gehen. Manchmal war auch alles in einem Satz. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Ja, ich habe dann noch die Fortsetzung vom Kapital gefunden, der zweite Band, wo noch nicht gedruckt war. Oh, da hat sich der Engels gefreut. Und mit Hilfe von der Töchter, also Laura und Tussi, und mit ein paar Tipps von mir, konnte er das dann drucken lassen. Und später ist dann auch noch der dritte Band aufgetaucht. Jeden Abend habe ich mit dem General, also dem Engels, Konferenz gehalten. Pilzkonferenz, haben wir dazu gesagt. Prost. Die einzige Konferenz, an der ich noch Freude habe, sagt Engels. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich mit ihm gut verstanden. Wenn er gemacht hat, was ich gesagt habe. Always in time. Pünktlich um 6 hat's Dinner gab. Abendessen. Und wehe, der wäre nicht kommen. Und wie Marx berät sie auch Engels, als Stimme des Volkes gewissermaßen. Die Volksstimme, Zeitung von der SPD, die ist ja noch langweiliger wie die St. Johann Saarbrücker Zeitung. Engels gibt dieses Urteil sofort brieflich nach Berlin an die Führung der SPD weiter, wenn auch bis heute ohne Erfolg. In der Küche taucht jetzt ab und an ein geheimnisvoller Mann auf. Mitte 30, mit Bowlerhead und Aktentasche. Von Beruf Maschinenschlosser hat er die Labour Party mitbegründet. Freddy Demuth Lewis, Lenchens Sohn, den sie als Baby weggeben musste. Freddy Demuth engagierte sich in der Metallarbeitergewerkschaft und wurde 77 Jahre alt. Und er wusste, wessen Sohn er wirklich war. Stalin wusste es auch und ließ alle Dokumente dazu in Sicherheit bringen. Dumme Sache. Das ganze Material soll in den Tiefen des Archivs verschwinden. Mit 68 Jahren besucht Helena Demuth 1888 ein letztes Mal ihre Geburtsstadt St. Wendel. Tja, es war eine anstrengende Reise. Und dann daheim in St. Wendel gab es zwar jede Menge Relationship, also Verwandtschaft, aber fast keiner, wo ich gekannt habe. All waren sie tot. Fort. Und die kommen auch nicht wieder. Und das ewige Leben gibt's auch nicht. Und da hatte Karl schon recht gehabt. Religion ist Opium für unser Eins. Und ein Paradies kann's nur auf Erde geben und sonst nirgends. Ja. Ich bin dann wieder back nach London. Im Herbst 1890 erkrankt Helena Demuth unheilbar an Krebs. Am 4. November stirbt sie mit 69 Jahren. An ihrem Grab ruft Engels aus: Bis jetzt schien die Sonne in meinem Haus, jetzt ist Dunkelheit.